Assalamu alaikum und einen schönen guten Tag, meine Lieben. Ich zeige euch heute, wie ich meinen Kartoffelauflauf zubereite. Das ist ein sehr leckeres und zugleich auch ganz einfaches Rezept, sehr schnell zuzubereiten. Jeder kann das nachmachen. Wir brauchen nicht viele Zutaten für dieses Rezept. So, wir fangen gleich damit an, indem wir einen Sack Kartoffeln nehmen, in diesem Fall hier aus kontrolliertem Anbau, und uns so viele Kartoffeln raussuchen, wie wir benötigen. In diesem Fall sind es 15 bis 20 mittelgroße Kartoffeln. Und wir fangen auch gleich an, sie mit dem Schälmesser zu schälen. Und dann werden wir sie einfach in der Länge vierteln mit dem Messer und gleich in der Hand in Scheiben schneiden, in den Topf gleich rein. Auf diese Weise kann man gleich Geschirr sparen, da muss man nicht extra ein Brett jetzt noch schmutzig machen. Das ist viel einfacher, das einfach in der Hand jetzt hier zu schneiden. Und auf diese Weise geht es alles sehr viel schneller. Jetzt kommt einfach ein Päckchen Sahne hinzu, welches wir wiederum mit Wasser ausspülen. Das heißt, die gleiche Menge Wasser werden wir auch nochmal hinzugeben. Als auch etwa 3 gehäufte Teelöffel von dieser Bio-Gemüse. Mehr benötigen wir nicht an Gewürzen für dieses Rezept. Die Gemüsebrühe zusammen mit der Sahne ist völlig ausreichend, gibt dem Ganzen einen ganz leckeren Geschmack. Deswegen werden keine anderen Gewürze benötigt. So, wir rühren alles kurz um und bringen das Ganze zum Kochen. Und sobald die Kartoffeln kochen, werden wir noch einmal kurz umrühren, damit nichts anbrennt. Und dann auf kleine Flamme drehen und zugedeckt etwa 10 Minuten kochen, bis die Kartoffeln halb weich sind. Nicht ganz weich, denn wir wollen sie ja noch im Ofen nachgaren, nur halb weich. So, und währenddessen schneiden wir schon mal die Wurst. Wir nehmen eine Wurst hier für dieses Rezept, vierteln sie einfach so in der Länge wieder, so ähnlich wie mit den Kartoffeln, und schneiden sie in der Hand in kleine Würfel. Dann geben wir etwa 2 Esslöffel Parmesankäse hinzu, als auch Salatkräuter nach Geschmack. Man kann natürlich auch frische Kräuter nehmen, Petersilie zum Beispiel. So, und sobald die 10 Minuten um sind, die Kartoffeln sind halb weich, geben wir die ganze Kartoffelmasse zu diesen anderen Zutaten in die Auflaufform hinzu. Und jetzt rühren wir einfach nur nochmal alles um, damit sich alle Zutaten gut miteinander vermischen. Und dann bleibt nichts anderes mehr übrig, als noch den geraspelten Käse oben drauf zu geben. Und dann geben wir alles in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius. Backen wir das Ganze mit Umluft etwa 20 Minuten. Nach 20 Minuten ist der Auflauf auch schon fertig. Dann sieht er so aus wie hier. Sehr knusprig und goldgelb zerlaufen ist der Käse. Jetzt können wir die ganze Sache auch schon anrichten. Wir geben ein paar Schöpfkellen auf den Teller von diesem leckeren, delikaten Kartoffelauflauf. Bereitet ihn sehr oft zu, weil er eben so schnell zuzubereiten geht. So sieht es dann aus. Wir können das Ganze jetzt noch mit einem Petersilienblatt dekorieren, damit es schön fürs Auge aussieht. Ja, und so kann man das servieren. Dann wünsche ich einen guten Appetit und viel Erfolg beim Nachbacken. Und wir sehen uns inshallah wieder das nächste Mal. Vergesst nicht, Bismillah zu sagen. Dann Salam alaikum, eure Mariam.